Hi Leute! So, und wir gehen gleich ins Thema über, und zwar wie man einzelne Wimpern aufsetzt. Mein Modell ist heute die Chrissy. Hi. Ich habe schon welche oben, wenn man das so sehen kann. Einzeln, also bei sich selber raufgeben, ist relativ schwierig. Wenn ihr aber seht, wie es bei wem anderen geht, müsst ihr es einfach probieren. Das ist die Übung. Sonst, wenn ihr eine ganz liebe Freundin habt, schaut einfach, dass die Freundin sich das anschaut, weil wenn man es bei wem anderen macht, ist es viel, viel einfacher. Okay? So, ich zeige euch mal meine Lieblingswimpern für Einzelne. Eigentlich sind es die von Grimas. Schauen so aus. Das ist schon ziemlich grausig, ich weiß. Entschuldigung. Das ist einfach nur der getrocknete Kleber. Ich beuge mich da ganz drunter, so ungefähr. Und zwar die von Grimas sind extrem gut. Sie sind nur schwierig zu bekommen, weil ihr sie im Internet bestellen müsst. Deswegen empfehle ich euch die von Art Deco. Und zwar die, wo Short oben steht, also die Nummer 1 Wimpern. Die langen könnt ihr vergessen, die sind absolut unrealistisch, weil eigentlich verwendet man einzelne Wimpern, um Volumen zu schaffen und nicht um die Wimpern länger zu machen. Wenn man die Wimpern länger machen will, verwendet bitte Bandwimpern, das schaut immer besser aus. Bevor ihr mit den Wimpern anfangt, tuscht zwar eure Wimpern. Ich gebe am liebsten eine verlängernde Wimperntusche rauf. Also überhaupt nicht wegen Dichte. Ich schaue einfach, dass die Wimpern sehr, sehr lang sind, damit das dann umso natürlicher mit den kurzen Wimpern von Art Deco einblendet. Ich habe jetzt bei der Chrissy von Clinique die High-Length-Mascara verwendet und ich muss jetzt kurz die Tür aufmachen, ja, weil die Busche. Das heißt, die auf den Wimpern, die ich verwende, ich habe jetzt leider kein komplett neues Paket mehr, ich habe nur mehr angefangen. Ne? Normalerweise ist es so, ihr habt da die kompletten 3 Reihen voll. Ich packe mir dann immer so 3 oder 4 runter, lege die da hinauf und gebe dann auf das freigewonnene Blattseil den Kleber rauf. Ich verwende nie den Kleber, der dabei ist. Ich verwende immer diesen Duo-Kleber. Den gibt es, weil viele wissen nicht, wo es den gibt. Den gibt es einfach überall dort, wo ein MAC-Count ist. Gesundheit. Alles gut. Weil der Duo-Kleber gehört zu MAC. Also der, überall dort, wo es MAC gibt, muss es eigentlich auch diesen Kleber geben. Oh, und jetzt seht ihr schon, jetzt habe ich da einfach den Kleber hingegeben. Jetzt nehme ich mir mit der Zange eine Wimper und ich nehme die immer so an der Wurzel, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, an der Wurzel und tue sie hinaus. Weil das Problem ist, dass die Art Deco Wimpern sehr, sehr fest da angeklebt sind und sie sind relativ schwer rauszubekommen aus diesem Tägelchen. Und wenn ihr sie da unten zieht, kann es sein, dass ihr einzelnes Haar wischt und dann macht sie nämlich den diesen kleinen Wimpernbunker kaputt und dann müsst ihr das wegschmeißen. Was eigentlich oft passiert. Ihr seht die ganzen Wimpern, die da rumliegen. Es passiert mir selber natürlich genauso. So. Dann tunke ich sie ein. Könnt ihr hier sehen. Und schauen, dass ihr nicht zu viel Kleber bis rauf habt, weil sobald der Kleber die Zange berührt, habt ihr den Kleber da oben und die Wimpern selber kleben auf der Zange. Und dann habt ihr einfach das Problem, dass sie sich nicht mehr lösen und dann seid ihr echt im Popo. So. Jugendfrei. So, und zwar macht die Chrissy einfach die Augen zu. Ihr arbeitet wirklich nur mit zu dem Auge. Sie soll die Augen auch, oder sie kann es eigentlich auch offen lassen, je nachdem. Einfach ist es, wenn sie es zu hat. Ich mach. So, und beim zu dem Auge klebt, also tut sie es nicht direkt auf die Haut draufkleben, sondern ihr streicht es über die Wimpern, dass die Wimper mit dem Kleber voll ist und legt sie dann drauf. Weil sonst habt ihr danach am Wimpernkranz diese schwarzen Pünktchen, die man normalerweise mit einem Kajal oder Eyeliner überdecken kann. Es ist trotzdem natürlicher, wenn ihr sie auf die Wimpern rauflegt. So, und das war eigentlich der Trick. Ihr habt gesehen, ich fange in der Mitte an und arbeite mich dann in etwas größeren Abständen nach hinten vor. Und das mache ich aus dem Grund, wenn ihr nämlich jetzt mit der Wimpern am flüssigen Kleber, also direkt da ankommen würdet, kann es sein, dass ihr die Wimpern nachher mit runterzieht, so wie genau das, was mir jetzt passiert ist. Ihr seht, also man braucht wirklich extrem viel Übung dafür. Und es kann trotzdem immer was schief gehen. Also das ist ein bisschen Fuzzi-Arbeit. So, und wie ihr seht, bin ich jetzt mit hinten ankommen, eben mit diesen Lücken. Und ihr fangt jetzt nach und nach an, diese Lücken zu füllen. Und setzt dazwischen eben jetzt auch immer wieder die Wimpern ein. So, und ihr seht jetzt zum Beispiel, ich hätte jetzt da nur mal dabei das hintere Ende gemacht, weil wir müssen schauen, ob wir genügend Wimpern noch haben, dass wir die ganzen Augen hinkriegen. Wenn ihr aber sehr lange Wimpern habt, so wie die Chrissy, schaut das trotzdem total natürlich aus und ihr habt einfach außen total das schöne Volumen. Es ist nämlich so, dass dadurch, dass die Wimpern so lang sind, könnt ihr gar nicht bis nach ganz vorne arbeiten. Dafür braucht ihr ganz, ganz kurze Wimpern und die gibt es eben leider nur von Grimas. Das wären diese Wimpern hier, das sind die Trim Black Wimpern. Die sind ganz kurz und damit könnt ihr irrsinnig schön im inneren Winkel sonst arbeiten.
So, und wichtig ist, wenn sie nämlich die Augen zu hat und sie lässt sie so lange zu, bis der Kleber komplett getrocknet ist, ist eigentlich eine ganz gute Lösung, weil oft ist es so, dass sonst der Wimper runterfliegt. Allerdings kann es sein, dass dann ein Teil von da mit irgendwo unten zusammenklebt. Und das ist bei uns auch schon mal passiert, das passiert eigentlich immer. Und dann einfach da unten schauen, dass sie das ein bisschen hinunterzieht, dass sich das von alleine löst. Wenn das nicht geht, einfach ein Wattepad nehmen und dann so nah wie möglich ans Auge gehen. Wenn sie sehr empfindlich ist, lasst es einfach euer Modell selber machen. Und jetzt setze ich noch ein paar von diesen Trimwimpern eben da in den inneren Bereich. Und da müsst ihr besonders vorsichtig sein, weil es ist eben so, dass man da ein bisschen weniger Wimpern hat. Und wirklich schauen, dass sie irgendwie auf einer Wimper oben sitzen, weil ansonsten kann es sein, dass ihr euch die Wimpern einfach runterfallen. Und wenn ihr da gerade heiratet, so ist ja jetzt bei einem schönen Date, ist das bestimmt nicht so nett. Sondern es ist so, die Chrissy hat sehr, sehr lange Wimpern. Das heißt, ich kann die gerade setzen. Angenommen, ihr habt hier vorne sehr kurze, macht sie das folgendermaßen. Nehmt sie Wimper, tut sie Kleber drauf und setzt sie dann, also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gar nicht ziehen könnt. Ach, jetzt ist sie mir runtergefallen. Ja, bei mir ist es mal passiert, beim Drehen von so einem Kurzfilm, müssen wir auf einmal, tuff, war aber die Wimper unten. Ja, es geht so schnell. Aber mein Kollege war so, Schatz, du hast deine Wimper verloren. Und er so, was ist denn so, das sind Einzelwimpern, also was, sowas gibt's? Weil mein Freund liebt die Einzelwimpern, also generell, also falsche Wimpern, sagt er selber, mir schaut so schön aus, es gibt jedem Augen-Make-up noch das gewisse Extra. Und ich weiß aber, dass eben Einzelwimpern gibt, ist wirklich schwierig und Einzelwimpern schauen am schönsten aus. Und ich hoffe, dass ihr wirklich dieses Video weiterhilft, weil das ist eben schwierig. So, genau, und angenommen, ihr habt eben sehr kurze Wimpern, setzt ihr das so schräg nach vorne. Wenn man von oben rauf schaut, schaut es dann komisch aus, aber eben... Es macht es wirklich so, dass die Wimper dann so hinein zeigt. So, aber ich kann es bei ihr wieder runter tun, weil sie eben diese langen Wimpern hat. So, und jetzt ist das Ganze fertig. Wie gesagt, wenn ihr länger wollt bei euren Wimpern und so richtig krasse Sachen, entscheidet euch eher für Bandwimpern, da gibt es eh sehr viele. Und ansonsten, wenn ihr was Natürliches wollt oder eben so einen gewissen Flair noch dazu, verwendet einfach die einzelnen Wimpern. Ja, und Kosten ist es so, die von Art Deco kosten so, glaube ich, um die 8 Euro. Abpackung, die von Cremas sind um einiges teurer, die kosten so um die 15 Euro. Allerdings ist die Qualität bei den Cremas Wimpern wirklich wert. Problem ist allerdings, Einzelwimpern kann man nicht öfter als einmal verwenden. Ist eben so eine einmalige Sache. Das heißt, wenn ihr wirklich ein schönes Date habt oder einen Jahrestag oder eine Hochzeit, sind Einzelwimpern eine ganz tolle Sache. Und ansonsten probiert es mal mit denen von Art Deco. Wenn ihr selber bei euch arbeitet, könnt ihr es genauso machen. Ich gebe euch den Tipp, von oben in einen Spiegel so hineinzuschauen und dann das raufzusetzen. Wie gesagt, nicht wirklich nur hinaufstecken, sondern streichen und hinauflegen. Das ist der ganze Trick bei den Einzelwimpern. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen noch einmal habt zu den Einzelwimpern, wie gesagt, könnt ihr das gerne machen. Generell, wenn ihr Fragen habt, schreibt es uns. Und das Licht ist echt witzig, weil ich bin vor dem Fenster. Ja, ich war voll blass und sie hat voll das Schöne. Das finde ich auch golden. Oh, also ich bin jetzt echt nicht echt so krankhaft blass. Nein. Und schaut euch den schönen Lippenstift an. Und den habe ich der Julia nämlich zum Geburtstag geschenkt. Und das ist von MAC die Farbe Love Lorn. Gut, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Jo, ciao. Tschüss. Genau, was ich nämlich noch vergessen habe, es kann sein, gerade wenn ihr einen Cremas Kleber verwendet oder den Kleber von Art Deco, der dockt nicht immer durchsichtig. Wie gesagt, der von Duo, der von MAC ist wirklich gut. Wenn er nicht durchsichtig klebt und ihr habt halt keinen anderen, nehmt einen schwarzen Gel-Eyeliner am besten oder einen flüssigen, je nachdem, mit dem flüssigen ist es ein bisschen schwieriger, und geht es über den Kleber von unten mit einem Pinsel so hinein, dann wird der zumindest schwarz. Ich meine, man sieht zwar ein bisschen dieses Klumpige, aber nur ganz wenig, und das Weiße ist dann zumindest weg. Gut. Dann tschüss.